Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schucki Banucki on the Road. Mit dabei wie immer der Sascha und ich, der Pujan. Und ich habe euch wieder eine schöne Frage mitgebracht. Mal gucken, ob der Sascha die Antwort darauf kennt. Die Frage lautet, was ist das Alice im Wunderland-Syndrom? Das Alice im Wunderland-Syndrom ist, wenn du im Urlaub bist, so wie hier. Und guck mal, wir sind auf der Insel Kirk. Kirk. Ja. Schau mal, da sind wir gerade an dem Beach hier. Das ist, wie heißt denn der Ort? Keine Ahnung, wie heißt denn der Ort? Kirkort. Kirkort, genau. Und das Alice im Wunderland-Syndrom ist, wenn du im Urlaub bist und glaubst, es ist alles schön und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Also das ist... Das ist, wenn wir in Urlaub fahren und dann merken, scheiße, wir sind zusammengefahren. Ja, nee, wenn du es schöner ausmalst, als es tatsächlich ist. Nein. Also du verleugnest sozusagen die Problematik. Mhm, schmückst ruhig aus, ich habe aber schon einen gesagt. Nee, hast du schon einen gesagt. Ja. Okay. Alice im Wunderland-Syndrom. Thorsten, sag doch mal Hallo! Hallo. Ja. Gut. Das sieht immer aus, als würde aus meinem Rücken eine Hand rauskommen. Mach doch mal Hallo! Men in Black. Da. Ja. Gut. Ja, stimmt. Alice im Wunderland-Syndrom, warte mal. Alice im Wunderland-Syndrom, das ist ja. Die hat ja Fantasien gehabt. Wieso hast du jetzt gestoppt und wir sitzen in einem geschlossenen Auto ohne laufende Klimaanlage? Weiß ich auch nicht. Ich fahr weiter. Alice im Wunderland-Syndrom bedeutet so viel wie, die hat ja so Halluzinationen gehabt, oder? Ja. Geht es in die Richtung? Also, Alice im Wunderland hatte zwar keine Halluzinationen, aber es geht in die Richtung, ja? Halluzinationen. Wenn du Halluzinationen hast, die irgendwelche unrealistischen Situationen darstellt. Was? Halluzinationen mit unrealistischen Situationen? Du kannst ja auch Halluzinationen haben, die eigentlich realistisch wirken, sozusagen. Wie zum Beispiel, stell dir vor, du stehst mitten auf der Kreuzung und bewegst dich nicht weiter. Ja, müssen wir hier parken eigentlich? Nee, geradeaus weiter. Genau, genau. Das heißt also, du hast Halluzinationen, die unrealistische Situationen wiedergeben. Und das ist es schon. Das ist das Alice im Wunderland-Syndrom. Und das hast du ständig. Du kannst gar nicht davon weg. Also ich löse das mal schnell auf, damit er endlich weiterfährt. Weil jedes Mal, wenn er anfängt zu reden, wird er langsamer und hält an. Gleich fährt er rückwärts. Was ist denn das Alice im Wunderland-Syndrom? Also, das kommt aus der Kindermedizin. Denn wenn Kinder Migräne haben, haben sie statt Kopfschmerzen eine veränderte Wahrnehmung. Und sie sehen sich als groß in einer verkleinerten Umwelt, sehen Blitze und ähnliches, so wie Alice im Wunderland. Und deshalb nennt man das Alice im Wunderland-Syndrom. Da sind wir doch wieder mal ein bisschen schlauer geworden. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja. Keine und Angst, das versaut mal gleich wieder. Und das hier aus dem Urlaub in Kroatien auf der Insel Krk auf der Suche nach einem Parkplatz. Wieso auf dem Parkplatz? Ich dachte, du willst da hoch. Was denn? Achso, ja. Haben wir nicht noch Ewigkeiten zu fahren? Ah, wir müssen noch ein bisschen fahren, hast du recht. Oh mein Gott. Ich dachte, wir sind schon längst alles da. Alles klar, wir melden uns, wenn wir die Klippe runtergestürzt sind. Bis dann, ciao. Sophie.